Das ist, ob im Himmel oder blieb in Geislauf, meine Stadt bleibt immer doch eine zweite Reise gemacht. Mit Schlüssel in das Dorf von dieser Geisterstadt und stürm so weit davor, was ging so Meisterschaft. Phasenweise beschrieb ich Beats, wie von Geistern und mit Verstand setzt aus, wie das meiste macht. Aber ich sehe Paris in ihrer eigenen Art. Check den schwarzen Schwan in meinem Reisepass. Ja, Angst vorm Schreiben, Angst vorm Misserfolg, meine Arschwäche immer hoch. Schon zum dritten Mal nur ein Beat. Ich war und eine Vision, der perfekte Song, da gibt's nie mehr so. Zum Scheitern verdammt, stürze ich meinen Kampf. Ich weiss, es gibt einen Kampf, peitsche eben auf die Hand. Das geht voll in die Hose oder ab in die Charts. Ich verrachte die Bahn mit dem schwarzen Schwan. Und der Stürmer auf den Gleisen zum Bekannten. Volle Köpfe in die Hand, wer weiss, was uns erwartet. Vor uns die Welt, das ist doch ein Rap-Song. Komm mit, das Album ist eine Blackbox und gehen wir auf die Reise zum Bekannten. Volle Köpfe in die Hand, wer weiss, was uns erwartet. Vor uns die Welt, das ist doch ein Rap-Song. Komm mit, das Album ist eine Blackbox. Also ich bin der Johnny Holiday, DJ von Brandhart. Ich bin der Mr. Fierce, ich bin der Produzent von Brandhart. Fetch, Rap und alle Texte von Brandhart. Wieso Brandhart? DJ Schuld. Das ist wieder, du fragst mich wieder, so muss ich ganz weit zurück. Nein, was ist das? Wir haben mal... Zuerst haben wir mal... Warte, ich google es schnell. Tag Team im Ring geheißen mal früher. Und dann ist irgendwie, habe ich mal eine Skizze gemacht für ein Mixtape, dann noch irgendwie ein Hard mit zwei Turntables drauf, das ist eine Kochplatte. Und dann ist irgendwie das zuerst Brandhard mit E und dann haben wir das A draus gemacht und irgendwie ist es geblieben. Ganz einfach. Das ist der heiße Punkt vom Feuer, von dort, wo alles rauskommt. So wie wir. Wann ist es zur Gründung gekommen von euch? Mythen sagen 1997. 95 aufgehört sprayen, 96 angefangen rappen, seit 97 in dieser Formation unterwegs. Etwa so. Ja. Aber ich muss auch noch sagen, es ist halt so ein bisschen fließender Übergang gewesen. Wir haben sich am Anfang so in unserem Bandraum getroffen und wir haben hauptsächlich ein bisschen Bier getrunken und so ein bisschen anderes Zeug gemacht. Und es hat sich dann irgendwie so wie fließend rauskristallisiert, dass wir als Band haben. Tätig sein, sozusagen. Und da kann man nicht so genau sagen, das ist der Startpunkt. Aber ich weiss noch, ich meine, irgendwann haben wir gesagt, wir machen irgendwann mal eine Platte. Das hat so den Entschluss gegriffen und das war so der Startpunkt, wo wir gesagt haben, wir wollen das Band auch Musik machen, die wir können rausgeben können. Das Ding ist ja, wir entstammen der Hip-Hop-Kultur. Also wir haben eben zuerst Graffiti gemacht, ich habe mich vergeben, im Breakdance probiert. Die haben in der Szene bewegt und jeder hat mal ein bisschen ausprobiert, was ihm liegt, was ihm nicht liegt. Und irgendwann haben wir dann unsere Rolle gefunden und gedacht, okay, so könnte funktionieren. Und das ist dann so ab 97, wo wir dann alle am gleichen Strang gezogen haben und in die Richtung gegangen sind, wo wir jetzt immer gehen. Ich lieb's zocken, mit meinen Jungs beim Bier zocken. Katz und Johnny Holiday, wenn der Fierce doppelt, ich weiss, wie ihr so gesehen, doch so muss es sein. Weil so tönt der Beat und so ein MC. Aber was heisst das schon? So machen sie meist schon. Rap ist beide Sport, weil das Ganze so einfach geht, statt Eigenlob. Wie unter jedes Horschwolte, was so sieht schon, dass selber ein Spiegel vorgehalten. Ja, ich bin besser, wüsserisch und lieb Pornotest. Da kommt auf jede Äußerung, wenn du nicht die verloren hast. Haben sie viele Sorgen gelegt, neue sind dazugekommen. Aber die Stärken noch haben uns nicht den Mut genommen. Weil wenn du das zulässt, kannst du es gerade vergessen. Rap ist Competition, du hast die Topfer gemessen, denn es braucht Substanz. Wie für Bergetappen, wo man trotz Schmerzen machen, im Wissen es geht einen Abend. Festet mit uns, es gibt keine Zukunft. Wir sind fest überzeugt, dass es gut kommt. Heute Feuer und Flammen und morgen völlig ausbrennt. Der Herzstoff ist Schmerz, wenn er sich damit auskennt. Jetzt hast du gesagt, Rap-Szene bewegt. Was sind denn eure Vorbilder und Einflüsse? Also wenn ich vielleicht anfange, ich war ja für die Musik zuständig bin. Ich weiss noch, damals habe ich mir noch Videoclips irgendwie neu auf Fernsehen schauen. Da musste ich immer eine Videokassette vom Kollegen auslehnen, wo MTV drauf war. Und dort habe ich zum Beispiel gesehen, Mobb Deep God Part 3. Das ist so ein Song mit einem sehr geilen Beat drauf. Und ich habe das sehr nett gefunden. Es wäre schon irgendwie sensationell, wenn ich das selber machen könnte, oder? Weil ich könnte ja alles Beats machen, die so tönen, wie mir das gefällt. Und das ist auch so ein bisschen ein Moment gesehen von mir, wo mir Einfluss gegeben hat oder auch, wo mich fasziniert hat. Die ähnliche Phase, wo die Wu-Tang und so gross
daraus aufgekommen ist, so Mitte 90er Jahre. Das ist natürlich so rapmäßig das, was mich damals extrem prägt und beeinflusst hat und was ich auch heute noch extrem feiere. Also nicht heisst, dass ich nur so soundlos. Ja, und dann ist natürlich sicher noch neben dem ganzen Ami-Zeug ist das Deutschrap reingekommen und dann sicher das Exklusiv Shape and Poet mit den Tuffs und Homework und so. Das haben wir dann abartig gefeiert, ja. Das ist eigentlich also der Moment, wo man gesehen hat, hey, Rap geht auf Schweizerdeutsch und es tönt irgendwie geil. Beschreibt euren Musikstil in drei Wörtern. Melancholisch, brachial, zu Tode betrübt und himmelhoch jauchzend. Smart. Das sind vier Wörter. Ja. Rock and Roll. Ohne Rock und Roll. Was schreibt er sonst? Er macht alle Beats, weitgehend, und ich mache alle Texte und rap sie auch. Aber es ist ja nicht so ein Prozess, wo man jetzt bei einer Band kann sagen, sitzt einer an und sagt, okay, jetzt machen wir A-Moll, G-Dur, C und so, sondern es ist halt irgendwie etwas komplizierter, also nicht kompliziert, aber alle werken so ein bisschen an Sachen. Also Johnny macht teilweise auch Beats oder wir arbeiten zusammen an Beats und dann versuchen wir das irgendwie zusammenzufügen und so entstehen dann auch die Songs. Aber es ist eben auch das Schöne beim Rap, dass durch Sampling oder bei der Produktion zum Beispiel weiss man nie so genau oder ich weiss nie so genau, wenn ich anfange, was am Schluss rauskommt. Und das ist immer wieder so ein spannender Moment, wenn wieder etwas gut tönt und es mir wieder so zusammengefügt hat, dann ist es immer wieder ein Moment, wo man denkt, yeah. Und das ist einfach das Schöne, man entdeckt immer selber wieder neue Sachen. Meistens sind dann zu uns kommen und sagen, hä, das ist ein spezieller Beat, ich weiss nicht so recht. Das ist meistens ein gutes Zeichen. Wie war euer erster Live-Auftritt? Das haben wir noch Tag Team im Ring geheissen. Das war also drei himmlische Tage in Allschwil auf dem Kirchenplatz. In einem Boxring? In einem wirklichen Boxring. Horror nervös. Das war nicht schlecht. Wir waren schlecht, aber der Gig war nicht schlecht. Jetzt hat es angefangen, dass der Veranstalter gesagt hat, ah, übrigens, die haben ja gesagt, wir nehmen alles das Album mit, irgendwie ein Mischpult-Album mit, keine Ahnung, und ich dann nochmal heimisch Lobzimmer von irgendwelchen Utensilien holen. Also alles, was rundherum ist, war ein Horror. Ich kann es nicht so in schlechter erinnern. Ich kann mich nicht so genau daran erinnern. Ich bin doch das eine oder andere Konzert dazwischen gelegen. Aber ich glaube, die fünf Leute, die dort sind, sind dann nicht gefallen. Gas ist ein drei Schmützli und der Blumenstrauß. Wir haben sicher noch unsere Platte gekauft. Wollen wir euch aufs Open Air Bier fallen? Wir können jetzt nicht sagen, nein. Nein, ist immer schön. Und ah, das ist fürs Open Air Bier fallen? Nein, natürlich. Also Auftritte in der Region sind immer ein Highlight, insbesondere an Orten, wo wir noch nicht gespielt haben. Und der freie Himmel ist auch immer schön. Ja, gegebenenfalls 2013 wird doch noch ein bisschen sonnig, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin warm schon dort hinten im Stau vorbeigefahren und dachte, da ist irgendwann gibt es noch das Open Air, Zeit, dass die uns mal buchen. Und here we go. Was reizt euch persönlich besonders an einem Open Air? Unbestimmt. Also, es ist einfach unberechenbar, es ist Grüße irgendwie anders drauf. Die Insekten, die ins Gesicht fliegen. Ja, wenn du auf der Bühne stehst, ist nicht nach 50 oder 100 Meter Schluss und der Wand, du schaust nicht der Wand an, sondern du bist wirklich in der Band. Das ist nicht so langweilig auf der Bühne. Nein, es ist auch ein offener Auftritt, es ist immer mit der Grüße. Das ist aber eine gewisse Magie, die einerseits von einem selber auf die Bühne ist, aber auch für die Leute. Es gibt meistens ein super Konzert, ein gutes Erlebnis und auf das freuen wir uns immer. Ja.